Und stell dir da die Frage, wer darf ich sein? Was darf passieren, damit ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, aus diesem Job auszubrechen, aus diesem Job herauszukommen und meine Träume zu realisieren, das, was für das ich brenne, in ein Business umzuwandeln? Was darf passieren? Startup-Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule Podcast-Folge. Live from New York City. Ich bin noch in New York und habe mir gedacht, boah, ich muss unbedingt hier eine Podcast-Folge aufnehmen mit dem New York Vibe. Wenn du gerade das YouTube-Video schaust, siehst du das. Ich hier direkt den Blick habe aufs Empire aus meinem Hotelzimmer. Das ist einfach der Wahnsinn. Und für all diejenigen, die jetzt die Podcast-Folge hören, könnt ihr euch das vorstellen. Vielleicht habt ihr es auch in meinen Stories gesehen. Es ist auf jeden Fall mega hier. Und ja, es ist so ein bisschen die Stadt, die niemals schläft. Die Stadt, die tatsächlich unbegrenzte Möglichkeiten scheinbar bereithält. Und ich sehe hier auch so viele Menschen, die hier Business machen. Also für mich ist hier das Ganze pure Freiheit und symbolisiert so ein bisschen den Step für mich, den ich getätigt habe selber irgendwann mal, den Schritt in die Selbstständigkeit, vor Jahren die Entscheidung, mein eigenes Ding zu machen, mein eigenes Business zu starten. Ja, und deswegen bin ich hier total gerne. Ich muss sagen, ich fliege heute Abend schon wieder und möchte aber auf jeden Fall ab jetzt jedes Jahr einmal in New York sein, einfach weil es mich hier, ich fühle mich hier einfach frei. Und ich wünsche euch mit dieser Folge, dass ihr ein bisschen von meinem Freiheitsgefühl abbekommt. Und deswegen habe ich die Folge auch genannt, was wäre, wenn du die Wahl hättest, was würdest du kreieren? Also, tatsächlich zu gucken, auch wenn du jetzt denkst gerade, ich höre den Podcast gar nicht, weil ich jetzt gerade was starten will und eigentlich ist der Zeitpunkt auch für mich noch nicht gekommen. Lass dich einfach drauf ein und stell dir die Frage jetzt gleich zu Beginn. Schreib sie am besten auf und mach dir spätere Gedanken dazu. Was wäre, wenn du die Wahl hättest? Ich habe hier ein Seminar gemacht und das Seminar war für mich mindblowing, war für mich wirklich mal wieder ganz, ganz neue Erkenntnisse und ich bin auch mega happy, dass ich das gemacht habe, dass ich hier den Schritt gegangen bin und bringt mich auch wieder mega weiter in der Arbeit mit meinen Coaching-Klienten und mit meinen Schützlingen sozusagen, weil ich das ja alles auch mit in meine Arbeit einfließen lassen kann. Und ein Teil war eben, in Fragen zu leben und die unendlichen Möglichkeiten, die wir haben, einfach zu sehen und uns nicht limitieren zu lassen. Und das ist so die Quintessenz, einfach nicht, sich nicht limitieren zu lassen. Wir denken so oft, oh, das ist nicht möglich, das und das geht nicht. Im Prinzip ist alles möglich. Das war so die Quintessenz. Und die Frage, was wäre, wenn du die Wahl hättest, was würdest du kreieren? Das heißt, wenn du jetzt sagen könntest, schnips mal ruhig mit dem Finger, wenn du sagen könntest, hey, von heute auf morgen kann ich das und das realisieren und kreieren. Was wäre das? Also mal ganz verrückt sein, mal rumspinnen. Und du kannst dann auch gucken, bevor ich hier bei dem Seminar war, habe ich immer die Frage gestellt, ja, was würdest du tun, wenn Zeit, Geld und Status keine Rolle spielen würden und dann eine 30-Punkte-Liste zu machen. Das ist sehr, sehr kraftvoll, aber in dem Sinne, in dem Fall ist das schon wieder eine Limitierung, weil du nämlich ja annimmst, dass Zeit, Geld und Status wichtig ist und eine Rolle spielen. Und das ist ganz spannend. In dem Seminar ging es auch darum, alles, was wir an Annahmen, Bewertungen in unserer Vergangenheit entwickelt haben, die können wir löschen. Die können wir für uns selber löschen, von jetzt auf gleich. Also immer wenn du, das braucht eine gewisse Bewusstheit, ein Bewusstsein, einfach auch bewusst durch den Tag zu laufen und gucken, ah, wo treffe ich denn eine Annahme, wo habe ich denn eine Limitierung, wo denke ich denn das und das ist nicht möglich. In dem Fall habe ich das ja gerade schon gesagt, wir gehen alle davon aus, es ist nur alles möglich, wenn Zeit, Geld und Status keine Rolle spielen, aber das löschen wir jetzt einfach mal. Ne? Also ich würde tatsächlich sagen, dass du dir einfach die Frage stellst, was würdest du kreieren, was wäre, wenn du die Wahl hättest?
und da gar nicht darauf, da gar nicht mal so sehr den, das Augenmerk darauf legst, dass du ja keine Zeit, kein Geld, keinen Status oder Angst davor hast, einen Status zu verlieren. Also in dem Fall, und ich kenne diese Ängste, das weißt du aus der letzten Podcast-Folge auch schon, ich kenne diese Ängste, ich habe am Anfang, als ich das erste Mal über die Selbstständigkeit nachgedacht habe, immer gedacht, ja, aber du gibst jetzt hier gerade deinen sicheren Job in der Uni auf. Das ist ja auch ein Status, eine Aufgabe des Status, ne? Und auch des Geldes, das war ja auch nicht klar, wie kommt dann das Geld rein, ne? Also ganz, ganz wichtig, ich habe mir damals wahrscheinlich unbewusst diese Frage gestellt, was wäre, wenn ich die Wahl hätte? Und meistens kommen wir an einen Punkt, wo wir denken und wir fangen an zu handeln, wenn wir denken, okay, hier ist bis hierhin und nicht weiter, also aus einem Schmerz heraus. Und das ist einer der Motivationen. Und das ist definitiv, wenn du mal überlegst, vielleicht auch eine Sache, die ab heute nicht mehr für dich verhandelbar ist. Also, dass du weiterhin einen Job gehst, den du nicht liebst, den du blöd findest. Und ich sitze hier gerade in diesem wunderschönen Hotel und gucke auf das Haus. In meiner Story hast du es vielleicht schon gesehen auf Instagram. Und es steht drauf, turn what you're into a business. Und ich finde diesen Satz einfach so kraftvoll, dass ich da auch genau drauf gucke, denn das ist für mich nicht mehr verhandelbar. Wenn ich in einem Job bin, in dem ich nicht I'm not into this job, also ich bin nicht voll, fahre nicht voll auf diesen Job ab, warum sollte ich da meine Zeit verschwenden? Unsere Lebzeit ist so unglaublich wertvoll. Und das kann auch sein, dass du gerade in einem Business bist oder selber schon ein Business hast, wo du sagst, ja, aber irgendwie ist es doch nicht das, worauf ich abfahre. Und du hast jederzeit die Wahl. Stell dir die Frage, was wäre, wenn du die Wahl hättest? Vielleicht fängst du auch nochmal neu an. Also, ich will damit einfach mit dieser Folge einfach nur klar machen, dass die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Und ja, ich habe das am eigenen Leib erfahren dürfen. Ich war selber sehr, sehr begrenzt eine lange Zeit. Sehr, sehr begrenzt. Und bin auch teilweise jetzt durch das Seminar, bin ich auch an meine Grenzen wiedergekommen. Habe gedacht so, krass, ja, da hast du echt noch sehr viele Limitierungen, die du dir selber eben setzt. Und aber allein schon das Bewusstsein zu haben, ist der erste Schritt, um das zu ändern. Und wenn du jetzt gerade merkst, boah, Natalie, die spricht mir da gerade aus dem Herzen, ich habe da noch einige Limitierungen. Ich denke halt teilweise, das und das ist nicht möglich und das ist zu teuer, da habe ich zu wenig Zeit für, was sagen die anderen, dann ist das schon der erste Schritt. Also herzlichen Glückwunsch und stell dir gerne die Frage. Ich würde mich übrigens mega freuen, wenn du auch deine Erfahrung teilst auf Instagram unter meinem Post oder hier als Bewertung. Auf jeden Fall kannst du dir, wenn du dieses Bewusstsein hast dafür, dass du dir gerade eine Limitierung setzt, von da fängt an, die Magie zu passieren, dann kannst du switchen und das Ganze umändern. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Ich stecke in einem Job fest, habe aber keinen Cent, um irgendwie was zu ändern gefühlt. Ich habe auch keine Zeit, weil der Job fordert mich total. Ich möchte ja auch da den Kollegen und dem Chef das alles recht machen. Dann kannst du dir die Frage stellen, du bist wirklich richtig, richtig unglücklich. Oder aber vielleicht spürst du innerlich, dass du nicht ganz happy bist. Also es muss auch nicht so krass signifikant sein, ne? Also vielleicht fühlst du einfach gerade, nee, das ist es nicht. Dann kannst du dir die Frage stellen, warum habe ich das kreiert? Was bringt mir das? Ich habe mir das immer und nicht opfermäßig, ja, dich das zu fragen. Ich habe mich früher wirklich häufig gefragt, so, was bringt mir das? Also, warum habe ich mir das kreiert? Und nicht, ja, ist alles schlecht und warum passiert mir das? Nein, sondern aus dem Gesichtspunkt, warum habe ich mir das kreiert? Was bringt mir das gerade? Zum Beispiel, wenn ich immer wieder die Wertschätzung nicht bekomme von meinem Chef oder von meinen Kollegen oder so. Dir dazu sagen, ja, das bringt mich selber dazu, noch mehr die Wertschätzung mir selber gegenüber zu geben. Beispiel. Und da einfach mal zu gucken, wenn du die Frage stellst, was kommt da? Was kommen da für Bilder hoch? Was kommt für Sätze in deinem Kopf hoch? Unglaublich kraftvoll. So, und dann stellst du dir die Frage, kann ich das ändern? Und guckst auch mal, ob was hochkommt. Wenn ganz klar, und du merkst das, also das war jetzt auch Teil des Seminars, dass dein Bewusstsein
ist, dein Körper ist ein unglaublich kraftvolles Instrument, das mit dir spricht. Und wenn du ein Nein bekommst, wenn du vom Bewusst sehr bewusst bist, merkst du, dass sich deine Zellen zusammenziehen, dass du überhaupt dich nicht wohlfühlst. Aber wenn du ein Ja bekommst, dann wird es auf einmal weit. Also es ist ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen, aber letztlich kennen wir uns ja alle am besten. Bei dir fühlt sich das wahrscheinlich auch anders an als bei mir. Also kann ich das ändern? Und wenn du ein Nein bekommst, dann hast du vielleicht die Lektion einfach in deinem Job jetzt noch nicht gelernt. Oder da gibt es noch mehr für dich zu erforschen. Ja, also da auch wieder das Positive zu sehen. Ich denke aber, dass du hier diesen Podcast jetzt schon länger hörst und Teil der Community bist und auch richtig schon innerlich weißt und diese Flamme spürst des Unternehmertums, dass du ein Ja bekommst, dass sich das, wenn du fragst, kann ich das ändern, dass da ein klares Ja kommt, ja. Und dann kannst du dir, wenn du weißt, dass Ja kommt, dann kannst du dir die Frage stellen, und zwar: wer darf ich sein für eine Veränderung? Wer darf ich sein? Welche Energie möchte ich sein? Welches Bewusstsein? Ja? Und das musst du dir gar nicht beantworten, ne? Also, sondern einfach nur die Frage stellen, was braucht es, um das zu ändern? Ich bin übrigens die ganze Zeit, ich bin so fasziniert von dieser Stadt. Ich gucke die ganze Zeit aus dem Fenster. Wenn du YouTube das Video schaust, dann siehst du das. Es ist einfach, es passiert jede Sekunde hier irgendwas. Genau, und stell dir da die Frage, wer darf ich sein? Was darf passieren, damit ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, aus diesem Job auszubrechen, aus diesem Job herauszukommen und meine Träume zu realisieren, das, was, für das ich brenne, in ein Business umzuwandeln? Was darf passieren? Und diese drei Fragen sind einfach so kraftvoll. Es gibt aus diesem Seminar noch 1000 andere Fragen, die du dir stellen kannst. Ich liebe die Frage, what else is possible? Also was ist noch alles möglich? Weil diese Welt bietet so ungeahnte Möglichkeiten. Und die Frage, was ist noch möglich? Und wie kann es jetzt schon schöner werden? Vor allen Dingen, wenn du gerade merkst, boah, ich bin gerade auf einem richtig guten Weg, dich wirklich zu fragen, wie kann es jetzt noch schöner werden? Also ich liebe es und fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Stell dir die Frage, was wäre, wenn du die Wahl hättest? Was würdest du kreieren? Und da überhaupt zu gucken, was kommen dann für Gedanken hoch, für Limitationen, was sind das für Annahmen, für Bewertungen, die hochkommen, ja, ich kann das doch gar nicht und das ist aber nicht so, ich habe aber nicht die Wahl. Und da zu sagen ganz explizit, das lösche ich jetzt und lass mich drauf ein. Und dann stellst du dir die drei Fragen, erstmal machst du dir die Situation klar, in deinem Fall vielleicht, dass du Bock hast, dein eigenes Startup zu gründen, deine eigene Selbstständigkeit anzugehen. Dich fragst, warum habe ich mir die jetzige Situation kreiert, dass ich noch nicht da bin, wo ich bin? Was bringt mir das? Frag dich, kann ich das ändern? Und wenn ja, dann frag dich, was darf passieren, damit ich das endlich angehe und endlich umsetze und endlich meinen Traum lebe. Genau. Und wenn du jetzt sagst, boah, das hat mich jetzt so inspiriert und motiviert, ich möchte mehr wissen, dann lass uns doch gerne mal telefonieren. Also 2020 ist bei mir ein Jahr. Ich sage immer so, das Jahr des, ja, wie soll ich das formulieren, aber es ist wirklich das Jahr der ungeahnten Möglichkeiten, nennen wir das mal so. Es gibt so viele Möglichkeiten und auch für dich und da hoffe ich jedes Mal, dass ich dich da ein bisschen mehr noch hinbringen kann, dass du daran glaubst und dass du das auch für dich sehen kannst. Also, ich freue mich, wie gesagt, über Feedback. Ich freue mich darüber, mit dir zu telefonieren, dass wir schauen. Vielleicht kann ich dich bei dem Ganzen unterstützen, mit dem Wissen, mit den Erfahrungen, die ich habe. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag.